Bei Herrn Fourier fing es damit an, dass er sich überlegt hat, dass wenn er eine periodische Funktion nimmt, ist immer eine Herausforderung, eine periodische Funktion zu zeichnen, dass man die, kann man es häufig erkennen, das soll eine Periode sein, dass man die zerlegen kann in sinusförmige Schwingungen derselben Frequenz oder eines ganzzahligen Vielfachen dieser Frequenz, Oberwellen. Also vielleicht mag hier, wenn ich irgendwas ahne, vielleicht mag hier diese Sinusschwingung drin sein, mit der Phasenlage als Grundwelle, dann Sinus-Kosinus-Schwingung irgendwie gemischt, passende Phasenlage, doppelte Frequenz, dreifache Frequenz und so weiter und so fort, alles zusammengesetzt, gibt dann zum Schluss netterweise wieder die Originalschwingung. Das ließ sich mit Sinus und Kosinus etwas ekliger hinschreiben als mit den E hoch I Funktionen. Die schreibe ich nochmal hin zur Wiederholung. Also der Ansatz ist, mein Signal, soll ich dann sagen, nicht mehr meine Funktion, sondern mein Signal, was gemessen ist, was zum Beispiel gerne von der Zeit abhängt, mit der Periode T, groß T, mit Periode groß T, setze ich an als Reihe, eine unendlich lange Summe, das ist die Fourier-Reihe. Was wird aufsummiert? Diese netten Funktionen, e hoch 2 pi i, die so und so vielfache Frequenz, n, sagt, um das wievielfache die Frequenz gegenüber der Grundwelle erhöht ist. Und jetzt brauche ich hier nochmal die Zeit durch die Periodenlänge, damit es auch hinhaut. Zeit durch Periodenlänge ist in einer Periodenlänge einmal durch, geht er von 0 bis 1, wächst um 1. N mal macht N Durchgänge pro Periodenlänge, 2 Pi sind volle Umdrehungen, N mal, und das I sorgt dafür, dass es wirklich Sinus und Cosinus werden mit der Euler-Formel. So kommt der hinten zustande. Davor stehen die Fourier-Koeffizienten, hier jetzt die komplexen Fourier-Koeffizienten, Cn genannt. Die anderen, die ursprünglichen A und Bs für Cosinus und Sinus, hatten wir auch schon gesehen. Das ist der Ansatz, und der funktioniert tatsächlich mit ein paar Körnchen Salz, wenn diese Funktion Sprünge hat, aber ansonsten haut der Ansatz wirklich hin. Ich kann meine Funktion aus schlimmstenfalls unendlich vielen von diesen Funktionen zusammenbauen. Etwas überraschend ist vielleicht, dass man hier positive und negative Frequenzen hat. Ich habe was drin im WE hoch 2 Pi mal 13 T durch T. Ich habe aber auch N gleich minus 13 dabei. Das brauche ich, um wirklich Sinus und Cosinus wieder bilden zu können. Hier steht ja Cosinus plus I mal Sinus. Mit dem Minus steht da Cosinus minus I mal Sinus. Durch positive und negative Frequenzen schaffe ich es, wirklich auch wieder Cosinus und Sinus zu kriegen. Und diese Fourier-Koeffizienten kriegte man dann billig mit einem Integral. Das war das Integral über eine Periode, zum Beispiel von 0 bis t. Könnte genauso nehmen von minus t, groß t halbe bis plus t halbe oder irgendwas anders. Hauptsache eine Periode lang. 1 durch die Periodenlänge, dass das sowas wird wie ein Mittelwert, wie bei Root Mean Square, beim Effektivwert, Wurzel, Mittelwert, Quadrat, da steht auch 1 durch die Länge, über die ich dann integriere. Was wird integriert? Skalarprodukt, diese Funktion hier, das war so komisch, dass die dann komplex konjugiert werden musste in diesem eigenwilligen Skalarprodukt, da kommt das Minus her, durch t mal meine Originalfunktion, f von t dt. Jetzt habe ich ein bisschen viele t's, glaube ich. Ich nenne das hier mal t unterstrichen und hier t unterstrichen, da t unterstrichen, um das klar zu machen. Das ist meine Integrationsvariable. So funktionierte das bei der Fourier-Reihe. Meine Originalfunktion wird zusammengesetzt aus e hoch i mal so und so Funktionen. Die Amplituden und die Phasen stecken hier in diesen Fourier-Koeffizienten drin. Das ist der spannende Vorgang hier aus der Originalfunktion, die Fourier-Koeffizienten zu bestimmen. Dann weiß ich, welche Frequenzen drin sind, mit welcher Phasenlage drin sind. Das steckt hier in denen verborgen. Und das wäre der Weg dahin. Man müsste dieses Integral jetzt ausrechnen. Dann könnte man für jedes n sagen, was das cn ist. Nun zum Abschnitt 3. In der wahren Welt habe ich keine Funktionen an beliebig fein aufgelösten Zeitabständen. Ich habe nicht so eine Funktion, wie sie hier steht, eine Kurve, die ich durchzeichnen kann. So sieht das Signal in der wahren Welt nicht aus. In der heutigen wahren Welt sieht das Signal so aus, dass es gesampelt ist für die Nummer 15.
ich habe einen Messwert zum Zeitpunkt von mir aus 0 Sekunden. Ich habe einen Messwert von mir aus zum Zeitpunkt 1 Millisekunde, einen Messwert 2 Millisekunden, 3 Millisekunden, 4 Millisekunden, 5 Millisekunden, 6 Millisekunden, 7 Millisekunden und so weiter. So sieht das Signal in der wahren Welt aus. Sie haben keine durchgezogene Kurve, die Sie jetzt beliebig unter dem Mikroskop vergrößern können, sondern gesampelte Werte. Und heute ist man eigentlich noch einen Schritt weiter, dass man auch nicht gleichmäßig abtastet, sondern da abtastet, da genauer abtastet, wo es ein bisschen schwieriger wird. Aber das müssen wir gar nicht so weit treiben. Das typische Signal sieht so aus, was Sie in irgendeinem Regelungssystem kriegen oder bei einer Messwerterfassung. So sieht das typische Signal aus. Sie haben eine Folge an Messwerten, die alle in festen Zeitabständen genommen sind und keine durchgezogene Kurve. Und damit ist dieses Integral hier Makulatur. Dieses Integral wird zwangsläufig zu einer Summe werden, wenn man sich das überlegt. Wenn Sie die hier nehmen, haben Sie hier zwangsläufig eine Summe stehen. Ich habe auch nicht mehr unendlich viele Frequenzen drin, die möglich sind, weil hier diese Auflösung ja begrenzt ist. Ich kann nicht so eine Schwingung da drinnen haben. Sollte es mir ordentlich mal. Ich kann in dieser Wellenform nicht so eine Schwingung drin haben. Die könnte ich mit diesen Punkten gar nicht messen. Die Folge ist, wenn man das macht, für echte Signale, das wird eine Summe. Und diese Summe hier wird keine Reihe mehr werden, sondern eine ganz normale handelsübliche Summe. Über endlich viele. Dieses Integral dann auch nur noch eine Summe über endlich viele. Man guckt sich also periodische Signale an, gemessene periodische Signale. Das sollte ich hier vielleicht noch reinmalen. Wenn es periodisch wird, würde das heißen, hier geht er wieder von vorne los. Das muss ich vielleicht mal in Rot machen, um das etwas klarer zu machen. Ein periodisches Signal. So, hier ging es wieder von vorne los. Und hier würde es natürlich mit dem Ende hier weitergehen. Das interessiert mich nun. Gemessene Signale, und zwar periodische gemessene Signale. Die Sache wird deutlich einfacher. Ich führe jetzt hier nicht die Formeln vor, das ist nicht so richtig spannend an dieser Stelle. Hiervon die Fourier-Reihe zu bestimmen, das wird wesentlich einfacher. Und das zeige ich einfach mal mit MATLAB. Wir bauen mal so irgendein Signal. Ich nenne das mal ganz kreativ F. Erstmal ein Signal, das vielleicht nur aus Nullen besteht. Eine Zeile 1024 Spalten. 1024 Nullen hintereinander. Das soll eine Periode meines Signals sein. Das wäre natürlich so ein bisschen langweilig. Ich setze irgendwo noch was rein. Sagen wir, an der Stelle 13 steht eine 1 drin. Und sagen wir, an der Stelle 42 steht auch eine 1 drin. So ist es etwas spannender, das Signal. Das können wir uns mal angucken. Das ist natürlich jetzt nur eine Periode. Was soll ich unendlich viele Perioden angeben? Ich gebe eine Periode von diesem Signal an. Das steckt jetzt in diesem Array drin. An zwei Stellen ist es 1, ansonsten ist es 0. Wie das hier typischerweise gezeichnet wird, ist vielleicht etwas irreführend. Der zieht das ja so schön mit geraden Linien, verbindet das ja so schön mit geraden Linien. Sollte man sich nicht so vorstellen als Fieberkurve. Man sollte sich das eher vorstellen, netterweise gibt es auch Stem. Man sollte sich das eher so vorstellen, wie einzelne Nadeln. Zu bestimmten Zeiten habe ich Ergebnisse und ansonsten nicht. Das ist jetzt hier geschickt. So sieht das dann hier aus. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und hier bei der Nummer 13 das Ergebnis da oben und dann wieder 0, 0, 0, 0, 0. Ich gehe mal ein bisschen weiter rein hier noch. Wieder ganz viele Nullen. Und dann hier bei der 42 das Ergebnis oben. So würde ich mir das vorstellen. Nicht durchgezogen mit Linien. Das trifft es nicht so ganz. Ich kenne ja nicht die Werte dazwischen. Ich kenne nicht den Wert an der Stelle 41,798 oder was auch immer. Ich weiß, an der Stelle 42 ist es 1, an der Stelle 41 ist es 0. Und dazwischen habe ich keinen Messwert. Also lieber so vorstellen, nicht mit durchgezogenen Linien. Mit dem Signal gehe ich nun
in diesen ganzen Formalismus rein, führe die Fourier-Analyse aus, frage mich, okay, welche Schwingungen sind denn jetzt in diesem Signal mit seinen beiden Peaks, periodisch wiederholt, drinnen? Ich soll es überhaupt nochmal zeigen, wie das dann mit der periodischen Wiederholung aussieht. Das können wir ja auch locker hinkriegen. Ich baue eine Matrix, die einfach mehrere Wiederholungen davon hat. Also mein Signal ist eine Matrix mit einer mit einer Zeile und 1024 Spalten. Und hier setze ich es einfach 7-mal hintereinander, dass man nochmal die Periode sieht. Hier sehen Sie dann 7-mal hintereinander die Periode. So ist das gemeint. Das ist das Signal, was analysiert werden soll. Ist natürlich unsinnig, 7-mal das Ganze anzugeben. Die eine Periode bestimmt das Signal ja komplett. Die entsprechende Funktion heißt FFT. Fast Fourier Transform. Wahrscheinlich muss man das Fourier dann auch amerikanisch aussprechen. Fast Fourier Transform. FFT von meinem F. Jetzt gucken wir erstmal an, was da rauskommt. Ich nenne das mal G. Und gucken an, was da vom Typ herauskommt. Sie sehen, dass da von der Sorte her dieselbe Anzahl wieder rauskommt. Ich gehe mit 1024 Werten rein, ich gehe auch wieder mit 1024 Werten raus. Das hier sind jetzt die Fourier-Koeffizienten, was in dem G steht. FFT ist das, was passiert, wenn man diese Formel rechnet, aber mit solchen gesampelten Signalen, dass hier das Integral zur Summe wird, diese Summe wird endlich. Eigentlich heißt das erstmal dann DFT, die diskrete Fourier-Transformation, DFT, diskrete Fourier-Transformation, aber man rechnet dasselbe Ergebnis als FFT, Fast Fourier-Transform, und alle Leute nennen es dann nur noch FFT, obwohl es korrekterweise DFT heißen müsste. Also was das Resultat ist die DFT, und FFT ist eigentlich eine Art, dieses Resultat auszurechnen. Die meisten Leute nennen es dann aber nur noch FFT, Fast Fourier-Transform. Eigentlich ein Algorithmus, um solche Signale schnell in ihre sinusförmigen Bestandteile zu zerlegen. Das ist FFT. Sehen Sie, ist hier an dieser Stelle eingebaut. Ich kriege die Koeffizienten wieder raus. Diese Koeffizienten, wenn wir uns hier angucken. Ja, na, dann hört's auf. Wenn wir uns die Koeffizienten angucken, kriegen wir kleineren Schrecken. Die sind natürlich komplexe Zahlen. Da stehen lauter komplexe Zahlen drin, was kein großes Wunder ist, nach einer Minute Nachdenken. Hier steht ja eine üble komplexe Zahl, mal meine Funktion. Wenn das hier nicht komplex wäre, wäre es komisch. Also ich gehe mit 1024 reellen Zahlen rein und komme mit 1024 komplexen Zahlen wieder raus. Wir können zumindest den Betrag mal plotten. Plot Apps von G. So sieht das dann aus. Das wäre, wenn Sie wollen, das Spektrum. Was ist an Frequenzen drinnen? Unabhängig von der Phase gucke ich mir einfach an, was an Frequenzen drin ist. Bestimmte sind drin, bestimmte sind anscheinend nicht drin. Dann sind wieder, hier diese ist anscheinend deutlich drinnen, die da ist wieder deutlich nicht drin und so weiter. Das sind die enthaltenen Frequenzen. Ich nehme vielleicht mal ein etwas vernünftigeres Signal. Hier mit den beiden Peaks, das ist nicht so richtig lustig. Ich nehme mal ein Signal, eine sinusförmige Welle. Mal gucken, was brauchen wir da? Oh je, 2 mal Pi brauchen wir auf jeden Fall. Ich hätte gerne eine sinusförmige Welle, die, was machen wir, 13 mal durch ist auf den 1024. Also Frequenz 13 mal. Hier müssen jetzt meine Zeitwerte rein durch die 1024. Und die Zeitwerte sind von 0 bis 1023 in Einzelschritten. Das sollte jetzt eine Sinuswelle sein mit 1024 Samples. Dieser Vektor hier, 1024 Samples, eine Sinuswelle der 13-fachen Frequenz der Grundwellenlänge. Wenn das mal stimmt. Gucken wir uns das an mit Plot. Ja, Plot. Das 13, das sieht halbwegs plausibel aus. Okay, also eine Sinuswelle jetzt. Und damit gehe ich nun rein. Das ist vielleicht etwas sinnvoller. Stellen Sie sich vor, das wäre das gemessene Signal. Und jetzt natürlich periodisch erweitert, links und rechts, bis ins Unendliche, dieses Signal immer wieder, immer wieder. Was dann eine Sinuswelle der 13-fachen Frequenz bleibt.
Gucken wir uns das mit der Fourier-Transformation an, FFT von F, ja. Und ich plotte das Ergebnis, da ist das Ergebnis. Und Sie sehen, oh, eigenwillig, ich habe zwei Peaks in meinem Spektrum. Der eine Peak ist bei 13, wie sich das gehört. Ich gehe mit Frequenz 13 rein, dann erwarte ich auch gefälligst, dass mir die Fourier-Transformation sagt, oh, bei 13 ist was drinnen, diese Koeffizienten sind bei 13 nennenswert und ansonsten, wie Sie sehen, nicht gerade so nennenswert. Und Sie kriegen ungewollt und unvermeidbar auch noch eine Spiegelung hier am oberen Ende, sozusagen minus 13. Das hier ist 1024 minus 13, vom oberen Ende 13 abwärts. Das sind die negativen Frequenzen, die hier aufgetaucht sind. Das hatte ich ja vorgeführt, um hier mit Sinus und Cosinus zu bilden, brauche ich die negativen Frequenzen. Wenn ich den Cosinus der oder den Sinus der 13-fachen Frequenz haben will, brauche ich hier C13 und C-13. Sonst kriege ich hier nicht nur nackten Sinus und nackten Cosinus raus. Und hier bei der Fast-Fourier-Transformation schlägt sich das so nieder, dass wir hier die Frequenz minus 13 bei 1024 minus 13 dann sehen. Das ist der zweite Peak. Also zwei Peaks, die mir dann sagen, was an Frequenzen drin ist. Das heißt, mit diesem Verfahren sieht das so aus, könnte man doch nett so eine Frequenzanalyse machen. Sie schmeißen einfach ein Signal, das Sie analysieren wollen, ein paar Schwingungen von dem Signal, was Sie analysieren wollen, in so eine FFT und können dann ablesen, was denn an Frequenzen drin war, wie stark. Nicht ganz, es gibt ein Problem, das ich zumindest mal andeuten wollte für den Lückentext 16, der wird es dann nachher. Wenn Sie hier eine krumme Frequenz haben, ich nehme mal nicht 13, sondern ich nehme 13, keine Ahnung, irgendwas Krummes. Wenn ich eine krumme Frequenz habe, dann mache ich denselben Prozess, Fourier-Transformation und Plotten. Sehen Sie, dass der hier einen ziemlich dicken Fuß kriegt. Der sitzt nicht hübsch auf einer Stelle mehr. Das hätte man jetzt erwarten können, nicht? Dass jetzt zwischen 13 und 14 ein Peak sitzt und sonst nichts. Es schmiert fürchterlich aus. Wenn ich die Frequenz mal nicht ganz so hoch wähle, dann wird es noch etwas deutlicher. Ich gehe mal hier, was machen wir mal, nicht 13, ich nehme mal 3, das 3,34-fache. Selbe Prozess, so nicht hier, Fourier-Transformation und Plotten. Das ist eher ungeschickt, dass das hier so breit wird, dass hohe Frequenzen drin sind. Scheinbar sind hohe Frequenzen drin, die ich ja gar nicht haben will. Irgendwer dichtet mir hier hohe Frequenzen da rein. Wir können uns mal die Wellenform angucken, um zu sehen, was da passiert. Ich gehe doch mal wieder auf den zurück, warum das Ärger geben könnte. Plotten wir mal die Originalwelle. Ich plotte sie mal wirklich jetzt durchgezogen, nicht als einzelne Punkte, sondern durchgezogen, auch wenn ich eben gesagt habe, das sei keine gute Idee. Diese Welle wird jetzt Fourier analysiert. Er nimmt dieses Ding, wie es da ist, hängt es unendlich oft aneinander. Kann ich vorstellen, was dann passiert? Irgendeine Idee, was wird passieren, wenn ich das unendlich oft aneinander hänge? Hier ist die Periode nicht ganz durch. Es geht hier sofort wieder bei Null weiter. Ich habe einen satten Sprung drin. Das nervt. Sobald diese Frequenz hier nicht ganzzahliges Vielfaches ist der Originalfrequenz, kriege ich einen Sprung. Das können wir uns ja nochmal angucken. Ja, weil ich das eben ein paar Mal hintereinander... Da. Ich hänge mal die Originalwelle ein paar Mal hintereinander, dass man das sehen kann. Wie das denn aussieht, was ja jetzt... Oh, das ist ein bisschen vieles. Ach, toll. Wenn ich hier mal reinzoome... Wenn es mir gelingt. So, hier sehen Sie, was passiert. Das ist das Ende der ersten Periode. Zack, hier kommt die nächste Periode. Dieser Sprung hier ist keine gute Idee. Da stecken schön hohe Frequenzen drin. Je abrupter so ein Übergang ist, hoffentlich nicht ganz unanschaulich, je abrupter so ein Übergang ist, desto mehr hohe Frequenzen hat man in seiner Welle.
hier kommen extrem hohe Frequenzen rein, die ich da gar nicht drinnen haben will. Das ist der Ärger. Und die Lösung ist folgende. Die Lösung nennt sich Fensterung. Das ist für die Nummer 16, für den Lückentext 16. Ich nehme meine Welle und schneide da ein Fenster raus, Window. Und das blende ich ein und aus mit einer Fensterfunktion. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt. Das ist die Idee. Mal eine Fensterfunktion. Ich schneide aus meiner Welle ein Stück raus, zum Beispiel diese 1024 Samples. Das ist so eine übliche Größe für FFT. Ich schneide zum Beispiel 1024 raus, aber diesen Sprung hier möchte ich vermeiden. Und um den zu vermeiden, blende ich ein und blende wieder aus mit einer Fensterfunktion. Von der gibt es mindestens ein Dutzend. Die billigste Fensterfunktion, die man haben kann, ist, dass man so kosinusförmig einblendet und wieder ausblendet. Sanft rein und sanft wieder raus. Das nennt sich Han. Die ist eingebaut. Wenn Sie hier Han 1024 sagen, ploppen wir das sofort. Das ist eine Kurve zum Weich-Ein-Ausblenden. Ich multipliziere einfach diese Kurve mit meinem Signal und habe dann eben weiche Einblendung, volles Signal und weiche Ausblendung. Und damit gehe ich dann erst in die Fourier-Transformation. Also wir bilden erstmal, ich nenne das mal F1, meine Funktion F mal diese Fensterfunktion, Windowing Function. Andere sind Blackman oder Hamming. Kann man jeweils die passenden Eigenschaften wählen. An dieser Stelle nicht so spannend. Erstmal wichtig, überhaupt eine Idee zu kriegen, dass da ein Problem besteht. Okay, das ist jetzt meine Sinuswelle mit der so und so vielfachen Frequenz und jetzt gefenstert, ein- und ausgeblendet durch Multiplikation. Machen wir das so. Dann sage ich ihm, er soll vergessen, dass das erste eine Matrix ist. Besser das. Und gucken wir uns das an. F1. So sieht das dann aus. Sie können noch mit Mühe hier die Sinusschwingung erkennen. Sie ist ausgeblendet am Anfang, eingeblendet am Anfang und ausgeblendet am Ende. Und jetzt habe ich kein Problem, wenn das unendlich oft hintereinander kommt. Hier geht das schön sauber mit 0 raus und hier kommt er dann sauber wieder mit 0 rein. Keine Sprünge mehr, wenn ich das unendlich oft aneinander hänge. Und damit keinen Ärger mit der Fourier-Transformation, die ja so tut, als ob das unendlich oft hintereinander hinge. Also die Fourier-Transformation von F1 gibt mir G und jetzt kann ich mir nochmal hier die Ergebnis hier angucken und Sie sehen, dass das hoffentlich bedeutend schmaler geworden ist, als dass das eben war. Weil man diesen Randeffekt unterdrückt. Und das sieht etwas sauberer aus. Es geht nicht perfekt, kann man jetzt lange darüber theoretisieren, das geht nicht perfekt. Aber man kann diesen Randeffekt schön unterdrücken, zumindest. Nicht komplett, aber weitgehend unterdrücken mit solchen Fensterfunktionen. Ich sollte auch nochmal die Rücktransformation überhaupt zeigen. Also aus meiner Originalfunktion wird jetzt, aus meinen Original 1024 Daten, so, aus meinen Original 1024 Daten werden jetzt 1024 komplexe Fourier-Koeffizienten. Natürlich geht das zurück auch. IFFT, Inverse Fourier Transform, Inverse Fast Fourier Transform, IFFT, auf G, ja, G war das Ergebnis. Und dann müsste jetzt wieder das Original rauskommen. FFT mit der FFT hin, mit der IFFT zurück. Das hier heißt im Endeffekt, diese Fourier-Reihe zu bilden. Dieser Teil hier ist die Fourier-Transformation von der Originalfunktion zu den Koeffizienten. Dieser Teil hier ist die inverse Fourier-Transformation von den Koeffizienten zur Originalfunktion. Wenn Sie beides hintereinander machen, sollte das Original wieder rauskommen. Und das Array H angucken. Das sieht ja mal nicht ganz so unplausibel aus. Plotten wir das. Von F1, von meinem F1 bilde ich die Fourier-Transformation, kriege G, jetzt hier wieder zurück. Von dem G, die inverse Fourier-Transformation, gibt mir H. Und wenn ich den plotte,
sehen Sie, in der Tat, das scheint das wieder zu sein, was wir vorher reingefüttert haben. Also hier finden Sie die Fourier-Reihe auf diese Weise mit dem FFT und dem IFFT, aber in der Praxis gibt es eben noch eklige Randnotizen hier mit den Fensterfunktionen.